Hallo Susi. Hallo, komm hier, hallo. Das ist unsere Hauskatze und das ist Susi. Und ihm gehört hier den Homestay und die ist die ganze Zeit nur am Meckern. Und die hat hier so ein schönes Leben. Ja, Susi? Oder wenn ich dir jetzt am Popo packe. Susi? 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 Susi, warum meckerst du denn immer so viel? Hm? Miau. Miau. Das geht schon den ganzen Tag so. Susi ist nur am Meckern. Ja. Und die haben hier so eine spezielle Spezies. Seht ihr das? Die haben so einen gekringelten Schwanz haben die. Total witzig. Mama sagt bestimmt jetzt wieder, pack die nicht an, die hat Flöhe. Ich glaube nicht, dass die Flöhe Susi. Hat. Susi. Susi. Habe ich Augenbänder? Hallo zusammen. Wir sind jetzt gerade in Gili Trabagan auf dieser Hauptstraße hier, wo es ganz viele Läden gibt. Und das Witzige ist, an dieser Hauptstraße, das ist so die Partymeile hier. Hier kommen ganz viele Australier hin, feiern, machen Party, keine Ahnung. Und das ist auch der Abschnitt, wo man schnorcheln kann. Ich zeige euch das mal eben. So sieht das aus. Ihr habt hier vorne immer eure Liegen und dann könnt ihr von da aus hier schnorcheln, weil hier gibt es am meisten zu sehen. Was heißt am meisten? Hier gibt es einiges zu sehen. Sonst ist es hier echt sehr, sehr schön. Wie gesagt, viel, viel mehr Leute als jetzt auf Nusa Lembongan. Was ganz anderes, aber auch richtig, richtig schön. Ah.
Guten Morgen, Susi. Guten Morgen, Susi. Wir haben heute Tag 5 unserer Bali-Reise. Oh, Mäuschen. Sie ist so süß. Nein, Susi? 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 Seht ihr das? Die hat am Ohr so ein bisschen weg, als wenn sie gebissen wurde. Aber das ist das Zeichen hier, dass sie sterilisiert ist, die Katze. Alle Katzen, die das haben, sind sterilisiert und das bezahlt immer der Gouverneur, also der Präsident von Indonesien. Ja, und das ist hier die Hauskatze, deswegen, die hat auch keine Flöhe, deswegen packen wir die auch an. Ja, heute ist Tag 5 unserer Reise und uns gefällt das hier so gut, dass wir gesagt haben, wir bleiben hier auch noch 2 weitere Tage. Was uns ehrlich gesagt ein bisschen fehlt, ist der Pool, aber wir haben hier halt ein cooles Meer. Wir haben gestern sogar eine Wasserschlange gesehen, wenn ich das gestern noch nicht erzählt habe. War auf jeden Fall richtig cool. Ja. Und dann werden wir jetzt gleich mal um die Insel gehen. Das dauert genau 1:45. Ist jetzt nicht die größte Insel, auf der wir sind. Wir sehen uns später. Tschüss. Susi. 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 Hallo, jetzt auch mal mit Gesicht. Also, was ich noch erzählen wollte, wir waren gestern hier auf der Partymeile in Trawangan. Die haben gestern die Halloween gefeiert. Total viele Touris waren verkleidet. War total cool, sich das mit anzugucken. Und es gab total die coolen Bars auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Vor allem so eine Reggae-Bar. Und das ist ja was für mich. Ich liebe ja Reggae. Ja, wir sind von oben bis unten voller Mückenstiche. Und wir müssen ja echt aufpassen, weil Lombok ist ja sehr malaria-gefährdet. Deswegen haben wir hier auch ein Moskitonetz. Das ist auch die einzige Unterkunft in unserem ganzen Urlaub, wo wir Moskitonetz haben, hier auf Lombok oder auf den Gili-Inseln. Und ja, wie gesagt, ich bin komplett zugestochen, aber bisher geht es uns trotzdem noch sehr gut. Heute wollten wir ja einmal die komplette Insel einmal umkreisen zu Fuß. Dauert 1:45. Aber heute ist es null bewölkt. Heute ist keine einzige Wolke am Himmel und es ist so mega, 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 mega warm. Das ist echt unerträglich. Und in den letzten Tagen war es ja sehr oft bewölkt und es kam nur ab und zu mal die Sonne raus und das war richtig angenehm. Also für das, was wir machen. Ich glaube, wenn ich jetzt nur im Hotel sein würde, dann würde ich mich komplett ärgern, wenn es halt bewölkt ist. Aber was wir machen, so Backpacker-mäßig, ist es 10-mal angenehmer, wenn es bewölkt ist. Ja, aber aktuell, wie gesagt, ist es super heiß. Also heute keine einzige Wolke. Das ist schon ziemlich krass. Ja, deswegen, wir haben gesagt, wir warten jetzt erstmal, weil wir gehen einmal um die Insel rum und im Osten geht die Sonne unter. Ja, überall geht im Osten die Sonne unter, ne? Im Osten geht die Sonne unter. Ja, guck mal, wieder was gelernt, ne? Ja, und da gibt es ganz viele Sunset-Bars und dann haben wir uns überlegt, wir gehen jetzt erstmal ins Meer, gehen schnorcheln und dann gehen wir zurück, duschen uns und dann gehen wir so gegen 4 Uhr, 16 Uhr wollten wir dann halt einmal um die Insel gehen, sodass wir, sage ich mal, so um 7 Uhr wieder hier sind und dann was essen gehen können. Das ist der Plan, oder Schatz? Ja. Ja. Gestern Abend haben wir uns noch mit Danny und
Henry bis 2 Uhr morgens unterhalten. Die sind, das sind Angestellte hier von der Unterkunft und die sind super, super, super nett. Also wirklich, gerade der Danny, der versorgt uns hier von oben bis unten, weil das australische Pärchen, was... Sie sind nicht Australier. Doch. Vom Austria, Österreicher. Ich guck gleich nochmal bei Airbnb, weil da, ich meine, da steht hundertprozentig ein australisches Ehepaar. Guck gleich mal. Die haben gesagt Austria. Ja, aber vielleicht haben die sich auch vertan. Wie gesagt, ich guck gleich mal bei Airbnb. Ach, ich meine auf jeden Fall australisches Ehepaar. So, auf jeden Fall sind die aktuell, also das sind eigentlich hier die Bosse, die beiden, das Ehepaar. Aber die sind aktuell nicht da, weil die ihr Baby in Europa, ja, auch in Europa. geboren. Ja, weil er Italiener ist. Ja, und sie kann Deutsch. Wir werden ja wohl kaum von Australien kommen. Gewonnen! Moritz, aber ich kann auch als Deutsche nach Australien gewonnen. Auswandern. Und dann nach Bali. Ja, warum nicht? Ja. Wollen wir wetten? Wir wetten nix. So, auf jeden Fall. Ja, sind die aktuell nicht da und deswegen kümmern sich die Angestellten um uns und die sind wirklich richtig, 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 richtig nett. Ich bin echt super, super begeistert von denen. Ja, super. Also ich kann, wie gesagt, diese Unterkunft auch nur empfehlen, deswegen haben wir jetzt auch 2 Tage länger gemacht. Wir haben hier zwar keinen Pool, wir haben nicht gedacht, dass uns das so stört, dass wir hier keinen Pool haben, weil in einer Minute sind wir am Meer, aber uns fehlt doch ein Pool, wo man einfach mal eben reinspringen kann. Ja, aber auf U-Boot werden wir dann wieder wunderschöne Pools haben. Deswegen haben wir gesagt, okay. Und da haben wir kein Meer. Genau, und da haben wir halt kein Meer. Die erste Unterkunft war natürlich perfekt, was das angeht. Aber so eine haben wir jetzt nicht mehr gefunden. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bleiben hier. Hier fühlen wir uns pudelwohl. Hier werden wir wirklich super gut behandelt. Und deswegen bleiben wir jetzt hier. Und machen dann halt jeden Tag jetzt Ausflüge, Schnorchelausflüge, fahren zu Gilimeno und. Aber wir nehmen euch mit. Bis später. So kann ich hier aber nicht sitzen. Das ist nicht so gut, verdammt. Nein, ich sitze. Oh, ist das nicht schön? Das ist unser Frühstück. Yeah. Weißt du, was das kostet? 1 Euro oder so, ne? Ich dachte, das wäre drin. Nee, und das kostet irgendwie 1,50 Euro. Hallo zusammen. Wir sind jetzt gerade hier. Oh, meine Haare, ey, die kleben überall. Oh, ekelig. Wir sind jetzt gerade hier. Warte mal. So. Wir sind gerade hier die Insel erkunden. Wir laufen jetzt gerade einmal die Insel entlang und schauen uns den Sonnenuntergang dabei an. Und ja, ich habe so langsam ein bisschen Durst. Hier gibt es zwar überall Bars, aber nur zum Reinsetzen. Und da hinten sind ganz viele Menschen mit Pferden im Wasser. Schön. Richtig, richtig schön, dass sie das machen. Weil Tiere sind ja hier, ja, ohne Pferde würden die hier halt auch nicht überleben. Weil die ziehen ja hier die Kutschen, weil auf der Insel sind keine Fahrzeuge erlaubt. Und die Tiere bringen die Touristen, bringen Nahrung, Wasser von Hotel zu Hotel. Und deswegen finde ich das richtig gut, dass sie sich darum so kümmern und mit denen baden gehen. Schön. Richtig, richtig schön. Aber die Balinesen sind eh sehr, sehr tierfreundlich. Balinesen. Sorry, ich nehme alles zurück, die Moslems, die hier leben. Also hier sind ja nur Moslems. Die sind alle super, super lieb zu Tieren, weil die sagen, in der Religion hat man jedes Lebewesen zu akzeptieren. Und gut zu behandeln. So sieht ein balinesischer Friedhof aus. Der sieht aber ein bisschen verkommen aus, ist auch nicht. Ich habe noch gar keinen Hunger. Echt nicht?
Nach dem ganzen Geschnorchel, ey. Und das kleine Raptor, die ich hatte, die Kinderportion. Oh, nee. Was? So, wir sitzen jetzt hier in so einer ganz kleinen balinesischen Hütte. Und zwar sieht das so aus. Das ist nichts Tolles. Ganz einheimisch. Hier gibt es was zu essen. Was ich mich jetzt nicht trauen würde zu essen. Ach, ich schon. Ja? Ja. Ich nicht. Hier ist der Sonnenuntergang. Unsere Kokosnuss. Und die ist super günstig. Die kostet 20.000 Rupien. Hier auch? Weißt du sicher, dass die hier auch sind? Ja, hier. 20.000 Rupien. Okay. Ist ein bisschen mehr als... Euro 30 oder so. Nein. Ach so, ja, stimmt. Nein, doch. Ja. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Genau 1,33 Euro. Und die sind hier alle so nett. Das ist unglaublich. Sehr, sehr gastfreundlich alle. Gerade haben wir in Berlin, ich sag immer Balinesen, wir sind ja nicht auf Bali, einen Lombokonesen. Ich weiß nicht, wie das ausspricht. Ein Indonesier kennengelernt. Der konnte sogar Deutsch. Der hat in 3 Monaten in Stuttgart einen Austausch gemacht. Der konnte wirklich richtig gut Deutsch. Und ich glaube, Deutsch ist halt eine sehr, sehr schwierige Sprache. Das erstmal zu lernen, Hut ab. Ja. So eine Honeymoon Suite gefunden. Sieht total schön aus. Aber ich glaube, die werden nicht günstig sein. Und hier ist der Privatstrand dazu. Hier ist die Security. Hier kannst du dann wahrscheinlich einchecken. Pondok Santi Guest Only. Okay. Voll schön. Cool, die Rezeption hier, ne? Mhm. Ach, guck mal, genau, das ist hier only for the guest. Voll schön. Richtig geil. Mega. Hier können wir mal Futterwochen machen, würde ich sagen.